Ja, hallo zusammen, ich heiße Gabriel. Ich bin jetzt zur Zeit in der Vorbereitung für die NRW-Meisterschaft. Zurzeit wiege ich 100 Kilo. Wir haben jetzt 4 Aufwärmsätze gemacht. Heute mal eins mehr als sonst. Was ich auch sehr gerne mache, ist ab und zu mal dehnen. Mal die Bänder schön dehnen. Das mache ich, indem ich mich einfach mal hinsetze, Beine nach hinten angewinkelt. Das mache ich, bevor ich mit meiner Arbeitssätze anfange. Dann fangen wir mal an. Also auch in der Diät. Ich versuche noch relativ schwer zu trainieren. Wiederholung wie gewohnt mache ich immer noch weiter. Ich habe noch 4 Wochen, 5 Wochen fast bis zu der Meisterschaft. Und ich versuche immer noch so hoch wie möglich mit dem Gewicht zu trainieren. Auch wenn das nicht immer so schlau ist, aber ich gebe mir Mühe. Ich mache das noch, was geht momentan. Wiederholung bleibe ich immer noch zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Wenn ich jetzt mal auf richtig hohes Gewicht, jetzt 180, 200 Kilo gehe, jetzt beim Beugen, dann mache ich schon mal 6 Wiederholungen. Ja. Ich esse zurzeit, also ich bin jetzt bei 350 Gramm Kohlenhydrate am Tag, 280 Gramm Eiweiß, 60 Gramm Fett. Damit komme ich ganz gut zurecht. So, jetzt muss ich erstmal Gewichte sammeln. Das war gar nicht anstrengend. We'll be right back.
Mittlerweile trainiere ich seitdem ich 12 bin. Sind jetzt schon fast 14 Jahre, also noch nicht ganz. Ja, Trainingspläne, falls mich einer nach einem Trainingsplan fragt. Ich persönlich trainiere eher nach dem Gefühl. Trainingspläne gibt es genug da draußen. Da sollte sich jeder auf seinen Körper quasi irgendwas Bestimmtes raussuchen, auf seinen Körper aussuchen. Ich persönlich trainiere eher nach dem Muskelgefühl. Das habe ich schon immer gemacht, ich mache das jetzt immer noch so. Da gibt es nichts Bestimmtes. Ich trainiere Beine sehr gerne. Ist eine meiner Lieblingsmuskelgruppen, auch wenn es extrem anstrengend ist und am Ende einfach nur tot auf dem Boden liegt oder zu Hause, aber es macht einfach Spaß und man merkt einfach, okay, du hast was gemacht und du hast ein paar Tage noch was davon, also du spürst es. Ja, in der Diät trainiere ich immer noch sehr schwer. Oder ich versuche es zumindest schwer zu trainieren, das was noch geht. Ab einem gewissen Körperfettanteil sollte man nicht so schwer trainieren. Ich weiß es, ich tue es aber nicht. Mittlerweile kenne ich meinen Körper sehr gut. Ich weiß, was geht. Ich höre eher auf ein Gefühl. Ich spüre es, falls irgendwas nicht in Ordnung ist, falls ich irgendwo Schmerzen habe. Momentan habe ich einen Körperfettanteil von ca. 8%. Bei 8% spürt man schon die Muskulatur anders. Du spürst jede Muskelfaser. Und sobald du ein paar Wiederholungen oder ein paar Übungen gemacht hast, dann ist der Muskel so auf Pump, dass das schon weh tut. Also du spürst den Muskel anders, als wie wenn du jetzt in der Aufbauphase bist. Also bei mir ist das zumindest so, ich habe so ein Gefühl, als würde der Muskel reißen. Und wenn dieser Schmerz halt so hoch ist, höre ich dann auf zu trainieren. Ist es besser so, bevor der Muskel reißt oder irgendwas passiert. Also da sollte man schon auf den Körper hören.
trainiere eigentlich selten Waden, weil meine Waden schon sehr ausgeprägt sind. Deswegen mache ich einfach mal zwischendurch mal ein, zwei Sätze. Ich konzentriere mich eher auf Wiederholungszahl, dass ich sehr viele Wiederholungen mache. Dafür mache ich einfach nur entweder ein, zwei Übungen. Das war's, das reicht mir auch. So, was Waden angeht, bin ich ziemlich zufrieden. Mein Fokus dieses Jahr, oder letztes Jahr besser gesagt, war mein Beinbizeps. Da musste noch was gemacht werden. Und ich hoffe, dass ich es ganz gut hinbekommen habe.